Hallo liebe Abonnenten, Zuschauer, liebe Community, ihr habt euch, wie erwartet eigentlich, sehr zahlreich und sehr erfreulich an unserem 1000 Abonnenten-Special beteiligt. Da gab es ja ein Gewinnspiel. Natürlich müssen wir das noch auflösen, das sind wir euch natürlich schuldig, hier den Gewinner zu ziehen. Wir haben ja gesagt, jeder darf teilnehmen, der uns einen Spielvorschlag, einen Projektvorschlag in die Kommentare unter das Video schreibt. Und daran haben mehr als 30 Leute teilgenommen. Das ist eine beachtliche Menge, trotz 1000 Abonnenten. Aber man muss ja immer sagen, da machen ja immer nicht alle mit. Bei sowas. Insofern ist es toll, dass da so viele Bock drauf hatten. Andererseits gibt es ja auch eine Menge zu gewinnen, nämlich eine Menge cooler Spiele. Das sind ungefähr 10 Stück, haben wir in ein Paket gepackt. Das sind alles digitale Spiele, alles Steam-Spiele. Also ihr kriegt da jetzt kein Paket nach Hause. Über die Zeit sind wir irgendwie hinaus im Jahr 2014. Das ist heutzutage alles natürlich mit Steam-Codes hin und her schicken und Spiele verschenken viel einfacher. Wir haben ein bisschen geguckt, ein bisschen was neu gekauft, ein bisschen was zusammengekratzt, was wir schon gekauft hatten, teilweise doppelt hatten, und haben euch ein schönes Paket geschnürt. Und jetzt schauen wir mal, wer dieses Paket gewinnen wird. Ich habe hier den fairen Auswahlmechanismus, nämlich alle Teilnehmer, es sind ungefähr 30 Zettel, alle Teilnehmer auf Zettel geschrieben. Und daraus werde ich jetzt einen ziehen. Ich versuche das mal so vor der Kamera zu machen, dass man es auch sieht. So. Und ist es der hier? Nein, ich glaube nicht. Aber es tut mir jetzt leid, wenn das jetzt gerade voll der bedürftige Videospieler war. Tja. Dann ist es vielleicht der hier. Weiß nicht. Oder? Ja, schon gut, ich entscheide mich. Es ist der hier und ich werde den Gewinner jetzt enthüllen. Ah, ich sehe es schon. Es ist... Spiegelverkehrt, The Samuel 4490. Der gute Samuel hat, glaube ich, einen Reim geschrieben gehabt, soweit ich mich erinnere. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, mich zu erinnern, und ich glaube, er hatte uns Sherlock Holmes empfohlen und noch irgendein Spiel, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall Samuel 4490. Herzlichen Glückwunsch zu deinen Spielen, die da unter anderem wären. Lasst mich kurz auf den Teleprompter gucken. Shogun 2, Fall of the Samurai Collection, Sir You're Being Hunted, Meridian, New World, Max Payne 3, Rise of Venice Gold Edition, Gun Home, Orcs Must Die 2 und Papers, Please. Das sind auf jeden Fall deine Spiele. Die werden wir dir jetzt versuchen zukommen zu lassen. Schön wäre es, wenn du mich bei Steam anschreibst, Dennis Muadib, irgendwie. Ich bin auf jeden Fall auch in der Spielkinder Steam-Gruppe drin. Also vielleicht kannst du mich ja anschreiben, wenn du siehst, dass ich online bin. Gut wäre auch, wenn du, falls, ich habe es jetzt nicht im Kopf bei so vielen Leuten, tut mir leid, wenn ich deinen Steam-Namen schon habe, dann erinnere mich vielleicht nochmal dran, wenn noch nicht, dann schreib ihn mir doch bitte nochmal als PN hier bei YouTube, oder wenn es dich nicht stört, dann hier einfach nochmal unter dieses Video. Dann können wir uns da kommunikativ zusammenfinden und wir können dir die ganzen Spiele schicken. Ansonsten kommunizieren wir auch einfach gerne über YouTube, hier über Private Messages. Ja, gut, das war das. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall alle Spaß in den letzten Tagen und Wochen. Es kommt noch viel mehr cooles Zeug jetzt im Herbst. Wartet da auf einige spannende Projekte. Unter anderem auch einige Projekte, wo man uns dann auch mal wieder rumhüpfen sieht, weil wir diese Kamera hier und auch einige andere noch etwas qualitativ bessere Kameras angeschmissen haben. Genau, auf die nächsten 1000 Abonnenten. Wir hoffen, dass ihr da alle dabei bleibt. Wenn ihr auf Let's Plays steht und auf Videospiele im Allgemeinen, dann seid ihr hier natürlich weiterhin richtig. Ich war der Dennis und sehe euch spätestens beim nächsten Planetary-Video, wahrscheinlich ansonsten bei irgendwas anderem, was wir hier spielen. Tschüss!